Willkommen, willkommen aus München. Ich habe mal wieder Kopfhörer bekommen und zwar diesmal was, was erst in ein paar Tagen im Handel erscheinen wird. Und zwar war Bang & Olufsen Play so gnädig und hat mir die neuen H9 Kopfhörer hier gegeben zum Ausprobieren. Ich habe ja ein Video veröffentlicht, wo ich euch ein bisschen die besten Active Noise Cancellation Kopfhörer mal ein bisschen demonstriert habe, von Bose über Sennheiser über Sony. Und natürlich will Bang & Olufsen nicht aus der Reihe hier tanzen, denn die haben jetzt hier kurzer Weihnachten noch gesagt, hey, natürlich kann das nicht nur Bose und die anderen Hersteller, wir können das auch. Und vor allem seht ihr schon bei dem Design, das gibt es in schwarz oder in diesem beige, was ich jetzt hier bekommen habe, zu kaufen. Für 499 Euro. Wir können das auch. Wir haben eine gute Marke und hoffentlich auch eine gute Technik dahinter. Wie immer also das Unboxing komplett mit hier noch in Folie verpackt, hier die H9. Hier auf Englisch nochmal alles draufstehen. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn im deutschen Handel kommt, dann auf Deutsch nochmal draufstehen wird. Aluminium Touch Control ist natürlich auch immer schön, dass man dann per Touch hier alles bedienen kann. Ob das in der Kälte zum Beispiel gut funktioniert, mit Handschuhen oder so funktioniert, ist dann natürlich eine Frage. Dann haben wir hier auf der Seite noch so ein bisschen Text, den wir lesen können. Und dann auf der Rückseite noch in einem ganz schön klassischen Design, was wir hier erwarten können von der Touch-Bedienung und natürlich, wie sie da nochmal ausschauen im Detail. Was man auf der nächsten Seite dann noch sieht, ist, glaube ich, Venedig. Hier noch ein bisschen Make Beautiful Music dastehend. Und auf der Unterseite stehen auch keine technischen Daten. Hier steht aber nochmal Beoplay H9 und die Farbe hier heißt Agrilla Grey. Interessanter Name, aber wie gesagt, keine technischen Daten, also will wahrscheinlich Bang & Olufsen Play, also Beoplay, hier nicht zu sehr drauf eingehen, was sie hier für Membran oder ähnliches drin haben, zumindest auf der Außenseite nicht. Und aptX ist scheinbar eine Qualcomm-Technologie, wusste ich gar nicht. Normalerweise steht ja immer nur aptX-kompatibel drauf. So, aber Folie am besten hier oben aufmachen, weil hier ist die Folie so ein bisschen so, dass man sie einfach so greifen kann und ziehen kann. Also ihr braucht keine Fingernägel dafür, das ist immer ganz wichtig. Da frustriert es schon mal die ersten Leute, dass sie eine Schere brauchen und damit dann die Verpackung zerkratzen. Oder ist es den Leuten auch egal, und sie wollen einfach nur reinkommen und die es mal aufsetzen. Die Frage ist jetzt, rutscht das hier einfach so raus oder habe ich wieder das Problem hier? Okay, bei den Sennheiser hatte ich ja das Problem, dass hier diese Aufhängung dann hängen geblieben ist bei der Verpackung, wie ja so oft bei den Verpackungen der Fall ist. So, schön weich ausgepolstert. Ich stelle es mal hier hin, hinten, wo die anderen stehen oder liegen und riechen schön neu, schauen wunderschön aus. Noch habe ich den Metallbereich ja nicht angefasst, heißt noch keine Fingerabdrücke. Mal schauen, wie sehr das hier eine Rolle spielen wird. Und das sind, glaube ich, On-Ear-Kopfhörer, obwohl sie Over-Ear-Größe haben. Das ist dann so eine Sache, da könnte ich mich jetzt schwer entscheiden, ob das gut oder schlecht ist, je nachdem, wie weich das ist und wie viele Stunden ich das tragen werde. Ich fliege jetzt wieder ein paar Stunden am Wochenende und werde auf jeden Fall mal ausprobieren und in den Kommentaren dann hier unten ergänzen, wie ich sie gefunden habe, denn ich mache wie immer ja das Test- und das Unboxing-Video bei Audio-Modulen gleich in einem. So, dann haben wir hier so einen Zwischenbereich. Und noch kleinere Sachen, die wir hier für 499 Euro dann bekommen. Das ist der UVP, aber natürlich zu Weihnachten werden wir hier keinen günstigen Preis finden. Ich nehme mal hier alle vier kleinen Päckchen raus. Oder drei kleinen Päckchen. Ich fange mit dem kleinsten an. Was zwei Kabel sein werden. In einem zum Kopfhörer passenden Grau, sage ich jetzt mal, aber nicht die schönste Farbe. Micro-USB, ganz kurz zum Aufladen. Einmal immer noch kein Type-C, auch bei Kopfhörerherstellern. Das dauert wahrscheinlich noch mindestens ein Jahr und dann ein 3,5 mm zu 3,5 mm Kabel. Das finde ich sehr positiv. Also wenn ihr sie per Kabel benutzen wollt, geht das, glaube ich, hier mit den Kabeln ganz gut. Die Frage ist zum Beispiel, ob ich die Musik auch noch sharen kann. Das werde ich auch noch separat ausprobieren. Das stand jetzt ja hier außen zumindest nicht drauf oder ich habe die Rückseite nicht allzu sehr im Detail gelesen. Was wir als nächstes drin haben, ist verpackt ein Reisestecker, den brauchen wir im Flugzeug. Manchmal, mittlerweile geht es auch, dass wir, wenn es nur in einen von den beiden Löchern reinstecken, trotzdem noch auf beiden Ohren eigentlich der Sound rauskommt. Aber in den USA glaube ich nicht, da sind die Maschinen noch ein bisschen älter. Und dann haben wir hier eine besonders weiche Stofftasche, die nicht so dünn ist wie bei der Konkurrenz, sage ich jetzt einmal. Hier ein schönes Gummi dran hat, wo nochmal B&O drauf gedruckt ist, aber nur auf einer Seite. Hätte man ruhig auf beide Seiten drucken können und das, glaube ich, geht auch nach einer Zeit wieder ab. Das ist nämlich nicht reingraviert, sondern tatsächlich nur gedruckt. Aber super weiches Material hier innen und außen, was hoffentlich nicht verfusseln wird, aber besteht auf jeden Fall aus zwei
wie ihr sehen könnt, Schichten. Also das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Hier kann man wunderbar auch andere Sachen drin tragen, die man nicht zerkratzen will oder zerkratzt haben will. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Problem bei diesem Edelstahl-Look, dass dann bei Kratzer wahrscheinlich reinkommen werden. Genauso wie bei den A2, glaube ich, waren das, die ich im Sommer getestet habe, beim Bluetooth-Lautsprecher, wo die Dellen leider relativ leicht reingegangen sind in den Bluetooth-Lautsprecher. Aber das gehört ja anscheinend dazu, dass man ein bisschen sich daran erinnert, wo man welche Delle dann reingemacht hat, wann. Und hier seht ihr dann auch schon, dass wir in der Bedienungsanleitung immer zu einem Bild in jeder Sprache hier dastehen haben. Von Deutsch, Englisch, Dänisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, über Koreanisch, Holländisch, Portugiesisch, Russisch, SV ist, denke ich mal, Schwedisch, ZH, weiß ich nicht, und ZHTW ist, denke ich mal, dann Taiwan. Und so weiter. Und so fort. Hier steht also, wie man sie anmacht, wie ich mich mit Bluetooth verbinden kann, wie ich Play mache. Also Play ist dann einmal einfach drauf tippen und in der Kreisbewegung bewegen wir dann lauter, leiser, beziehungsweise vor oder zurück bewegen wir dann nächster Song, letzter Song. Beziehungsweise einmal drauf tippen ist natürlich Anruf annehmen und auflegen. Wie immer, Play und Pause ist ja genau das gleiche. Lautstärkeregeln haben wir auch nochmal als Geste dort und when a call is active, swipe forward to transfer it from the headphone to the smartphone. Okay, das ist ganz cool, dass wir auch, ohne auf den Smartphone die Bluetooth-Taste drücken zu müssen, auch das Headphone sozusagen, den Kopfhörer ausmachen können und am Telefon weiterreden können, falls die Qualität nicht gut genug ist. Und wir können den Active Noise Cancellation an- oder ausmachen. Also nach unten einmal so gehen, heißt, ihr macht die Noise Cancellation aus. Das macht man übrigens deswegen, weil entweder ihr trotzdem eure Umgebung ein bisschen hören wollt, zum Beispiel im Büro oder auf der Straße, dass ihr nicht angefahren werdet von einem Auto. Oder natürlich, wenn ihr Strom sparen wollt, denn Noise Cancellation braucht ja doch noch ein bisschen Strom. Und von unten nach oben die Geste heißt dann, ihr könnt dann das wieder anschalten. Plugin, also wenn ihr keinen Akku mehr habt und wenn ihr Bluetooth nicht benutzen wollt, per Kabel verbinden, das habe ich mir schon so gedacht, dann gibt es übrigens auch kein Noise Cancelling normalerweise, außer ihr habt noch genug Strom und hier steht es auch, wenn a cable is plugged in, ich könnte es auf Deutsch auch vorlesen, stecken Sie das Kabel ein und stellen Sie den Schalter in untere Position, um ANC zu deaktivieren. Stellen Sie den Schalter in die mittlere Position, um ANC zu aktivieren. Also wenn das Gerät an ist, also einfach auf an und ihr normalen Bluetooth an hättet, aber eigentlich ein Kabel drin stecken habt, dann bleibt Bluetooth trotzdem aus und ihr habt das Gerät einfach per Kabel dran. Rot blinkt, wenn der Akku unter 10% hat. Den Akku kann man rausnehmen, vorbildlich an Bang & Olufsen, dass man den Akku tauschen kann. Ihr könnt also 2, 3, Dritt- und Viert-Akkus dazu kaufen, wenn ihr so wollt. Aber, das ist glaube ich meistens nicht so schwer, es geht eher darum, dass nach ein paar Jahren ihr trotzdem noch das Gerät weiter benutzen wollt und dadurch ihr dann einfach den Akku auch tauschen könnt, falls er doch mal kaputt gehen sollte. Oder es zu solchen Problemen gibt, vielleicht wie bei Samsung jetzt ja mit dem Note 7, dass der Akku eigentlich viele Probleme bereitet hat. Jetzt haben wir noch ein paar technische Daten drin. Bluetooth 4.2, sehr schön. 240 Milliwatt Strom Consumption. Und Gewicht haben wir hier nicht drin stehen, so wie alle möglichen anderen Daten fehlen. Also keine Herzanzahl oder ähnliches. Aber 5 Volt bei DC braucht er an Strom. Quick Start Guide und Important. Also man findet tatsächlich keine technischen Daten zum Gerät. Hier in dem Heftchen, was ich ein bisschen komisch und eventuell sogar noch beunruhigend finde. Und, das habe ich letztes Mal übrigens schon gewundert, es gibt keine SAR-Werte für Bluetooth-Produkte, was auch ein bisschen komisch ist, dass wir tatsächlich nicht wissen, wie viel Strahlung wir eigentlich abkriegen, wenn wir solche Produkte benutzen. Naja, auf jeden Fall, ihr könnt noch eine App dazu runterladen und dann noch viel mehr einstellen. Und ich denke mal, die weiteren technischen Spezifikationen gibt es auch auf der offiziellen Bang & Olufsen Play-Webseite. Jetzt habe ich genug geredet, um was ist in der Verpackung drin. Eigentlich interessiert euch ja, wie schauen die aus, wie klingen die. Und das zeige ich euch gleich. Zuerst zeige ich euch aber nochmal kurz hier von außen das komplette Gerät. Also hier ist der Akku versteckt. Hier, glaube ich, muss ich einfach reindrücken. Nein, vielleicht schieben, ziehen, ja und was? Ja doch, schieben. Also hier einmal schieben. Und dann klappt das hier so auf und dann könnte ich hier den Akku rausnehmen. Irgendwie rausrutschen lassen. Aha, okay. Ich kann euch gleich sagen, wie groß der ist. Das ist ein 2,9 Wattstunden Akku mit 770 mA bei 3,7 Volt. Okay. Schieben ihn entweder rein, sonst habe ich ja gleich keinen Bluetooth-Sound. So, reinschieben und zuziehen. Irgendwie. So.
Dann haben wir hier das Mikrofon, was für die Noise Cancellation sorgt. Schöne Metalloberfläche. Auf der linken Seite haben wir den Akku drin. Und tatsächlich laden wir ihn nicht auf der Seite, wo der Akku ist, sondern auf der anderen Seite. Das finde ich wieder mal spannend. Also hier haben wir dann den Micro-USB-Anschluss, den Kopfhöreranschluss, also den 3mm-Anschluss. Und hier haben wir dann entsprechend diese An-, Off- und Bluetooth-Geschichte. Noch ein Mikrofon für die Noise Cancellation. Und auf dieser Seite sind die kleinen Striche drauf, damit wir wissen, aha, die Bedienung ist eigentlich immer auf der rechten Seite. Ihr macht dann alles mit eurer rechten Hand. Ist natürlich für Linkshänder bzw. Leute, die vielleicht nur einen rechten Arm haben, ganz nicht so praktisch. Aber setzen wir sie mal auf. Das ist natürlich die Hauptsache. Wie fühlen sie sich an, wenn ich sie auf den Ohren habe? Und ja, die umschließen tatsächlich meine riesigen Ohren. Also ich habe keine kleinen Ohren, aber die drücken nicht auf. Fallen nicht runter, wenn ich meinen Kopf bewege. Das ist auch ein guter Test. Wenn ich mir die Schuhe zumache, gibt es Kopfhörer, da fallen einem dafür die Kopfhörer runter. Das ist natürlich nie so schön. Und die drücken trotzdem nicht auf den Ohren. Die Candy Crush, nicht Candy Crush, die Crush von Skull Candy, so rum. Kopfhörer, die drücken bei mir zum Beispiel super auf den Ohren, das merke ich sofort. Und schauen Sie mal hier das Material an. Wirklich schönes Leder, noch ein bisschen hell. Das wird hoffentlich mit der Zeit ein bisschen dunkler, kriegt ein bisschen Kratzer. Sieht man, dass es dann schön im Einsatz war. Hier auf der Innenseite eigentlich nicht ganz so weich das Ganze. Könnte ruhig noch ein bisschen weicher sein. Und wenn ich das Ganze hier auf- und zuziehe, das fühlt sich sehr geschmeidig an, also stufenlos. Und das ist hier aus wirklich Metall, fühlt sich gut an. Und hier die Kopfhörer kann ich ansonsten so nach innen drehen, aber nicht nach innen wegklappen. Also das gehört nicht zu den Kopfhörern, die man so nach innen zuklappen kann, damit sie ein bisschen bequemer sind zum Mitnehmen. Also kann ich euch zum Beispiel hier die Sennheiser zeigen und die Bose, da geht ja sowas. Das geht hier nicht, dass die foldable sind, sondern man kann sie nur tatsächlich so drehen. Und das Drehen geht natürlich so, so ist auf der rechten Seite natürlich der Kopfhörer. Wenn ihr sie um den Hals rum habt, dann dreht ihr sie so nach innen weg und nicht nach außen. Also ihr könnt nicht sozusagen noch Musik nach außen hinweg posaunen. So, jetzt mache ich sie an. Dazu habe ich hier natürlich ein Handy. Ich denke mal, die Kopfhörer sind geladen. Trotzdem muss ich sie anmachen. Also, wie gesagt, mit Kabel könntet ihr jetzt einfach sagen an. Ich will aber mich per Bluetooth verbinden, deswegen halte ich jetzt mal so lange hier, bis es ganz anfängt zu blinken. Blinken, blinken, blinken. Jetzt blinkt's. Ich höre mal an, ob mir hier irgendjemand was sagt. Noch spricht niemand mit mir. Ich schaue mal in meiner Bluetooth-Liste, ob hier neue Geräte verfügbar sind. Eine Beoplay H9 ist ja am Ende der Liste aufgetaucht. Einfach mal drauf tippen und dann steht auch da Pairing. Hier höre ich jetzt so ein kleines Bling-Bling. Heißt, ich bin wohl gepaart. Also mir wird nicht gesagt, hey, ich bin verbunden. Hey, ich bin mit dem Galaxy 7 verbunden, wie zum Beispiel bei Bose. Oder bei den Sennheisern, die ich bisher benutzt hatte. Und wir sind connected für Call und Media Audio. Also wenn mich jetzt jemand anrufen könnte, könnte ich gleich rangehen. Aber ich höre natürlich Musik. Meine Lieblings-Deep House-Sachen. Mal schauen, wie das von der Lautstärke geht. Also Lautstärke war, ich drehe mich mal andersrum, dann könnt ihr hier die Bedienung ein bisschen sehen. Ich probiere das jetzt einfach mal. Also einmal drauf tippen, heißt Pause. Passiert schon mal gar nichts. Wollen wir jetzt nochmal. Pause. Gut, pausieren funktioniert. Nochmal drauf tippen, spielt er weiter. Dann probieren wir das mit der Lautstärke. Schaut immer ein bisschen komisch aus, wenn man hier das Ganze so ein bisschen rumstreichelt aus an dem Ohr. Das ist ein bisschen strange, aber ich probiere jetzt gerade mal die Lautstärke hier zu regeln. Ne, das war jetzt nächster Song. Also wenn ich so nach vor oder zurück swipe, kann man auch den mit der ganzen Fingeroberfläche machen. Dann kommt ihr zum nächsten Song und letzten Song. Das funktioniert schon mal ganz gut. Oder ihr springt zum Anfang des Lieds zurück, wenn ihr das Ganze nicht schnell genug macht. Genau, jetzt kommt der letzte Song. Ich will das Ganze aber eigentlich lauter haben. Das war jetzt Pause. Nee, irgendwie funktioniert das nicht mit dem im Kreis bewegen, um die Lautstärke zu ändern. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd dazu. Ich habe es eigentlich richtig gelesen. Ihr habt es gesehen oder ich habe es auch erklärt. Schauen wir uns das nochmal an. Eigentlich möchte ich schon normalerweise etwas lautere Musik hören. Und doch, tatsächlich, hier seht ihr es, einfach im Kreis bewegen, hoch und runter für Lautstärke. Auf Deutsch steht hier, mit oder gegen den Uhrzeigersinn kreisen, um die Lautstärke einzustellen. Vorwärts und rückwärts ziehen, um zum nächsten oder vorherigen zu kommen. Lied würde normalerweise hier sinnvoll noch dastehen, aber um zum nächsten oder vorherigen zu kommen.
Gut, probieren wir das mit dem Kreisel nochmal. Ich kann hier natürlich auch die Lautstärke ändern. Es sieht absolut gar nichts, wenn ich mit dem Finger drauf kreise. Das ist ein bisschen komisch. Jetzt bin ich zum nächsten Song gesprungen. Also, ich probiere es jetzt mal so. Ich schau mal hin, was ich mache. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen lernen, die nächsten Tage auszuprobieren. Jetzt, was ich probieren werde, ist mal Noise Cancellation einfach auszumachen. Das funktioniert wahrscheinlich, weil ich höre einfach so ein Plipp, als ob ich, weiß gar nicht, wenn ihr eine Taste drückt in einem elektronischen Modul oder irgendwo drauf tippt, wo normalerweise beim Tippen zum Beispiel Tastatur ist, höre ich einfach so ein Tippgeräusch sozusagen. Wenn ich nach oben oder nach unten swipe, also jetzt habe ich andersrum gesagt, aber ich höre einen eindeutigen Unterschied, wenn keine Musik läuft, wenn ich nach oben swipe, also jetzt zum Beispiel Noise Cancellation an ist, ich höre mich selber viel klarer und den Hintergrund, den White Noise ein bisschen ausgefiltert, also da hört man immer so ein ganz leichtes Gegensummen, was in dem Fall jetzt so minimal ist, wie beim Sennheiser, das will ich eigentlich gar nicht hören, dass hier ein White Noise da ist, wenn ich es wieder ausmache. Dann hört man den Unterschied, weil dann bin ich viel dumpfer, dunkler und dann werde ich nicht so sehr ausgefiltert. Jetzt frage ich mich aber wirklich, wieso das mit der Lautstärke nicht geht. Und vielleicht liegt das daran, dass ich das auf der anderen Seite machen muss, aber ich glaube nicht, denn nur auf der rechten Seite haben wir hier eine Bedienung, glaube ich. Doch, ja, alles nur rechts. Tatsache. Gut, dann war es aber schon mal mit dem ersten Test für mich. Ich höre jetzt noch mal ein bisschen die basslastige Musik. Gehe ich mal zum nächsten Lied. Es wird leiser. Also ich probiere es mal, indem ich nicht ganz so viel kreise und langsamer kreise. Aber ich gehe mal zum nächsten Lied. Me Too von Meghan Trainor. Ups. Selbst so ein bisschen jetzt raus, die Musik klingt übrigens sehr geil. Ihr sieht mich zwar immer nur mit dem Ding rumspielen, weil ich die Lautstärke probiere rauszukriegen, wie schnell ich meinen Finger drehen muss. Sehr klar, gute Hohen und Tiefen, eigentlich so wie ich mir das von einem so teuren Kopfhörer vorstellen würde. Kein Beschwerden für Beats-Lover, also für Leute, die gerne Beats-Kopfhörer benutzen. Ja, hier ist nicht ganz so viel Bass drin wie bei einem Beats-Kopfhörer. Aber auf jeden Fall super ausgeglichen, schöne Höhen und Tiefen drin und mir gefallen die schon mal sehr, sehr gut. Die Frage ist, wie werden sie mich hier oben, wie stark werden sie mich hier drücken jetzt, wenn ich mal 4-5 Stunden sie konstant anhabe beim Fliegen und Reisen und wie sehr wird mich das nerven, dass ich die ganze Zeit mit dem Finger so Spaghetti aufwickeln muss, wenn ich Kopfhörer an habe und einfach nur die Musiklautstärke regeln will, weil es doch schon ziemlich nervig ist, dass ich dann wirklich am Smartphone immer wieder das Ganze machen muss und ich bei allen Kopfhörern einfach Knöpfe dazu habe hier unten, wo ich dann drücken kann. Weil das ist, glaube ich, das, was am meisten macht. Nicht nur Play und Pause.
Was auch so eine 1,5 Sekunden Verzögerung hat, bis das Smartphone reagiert. Also auch das könnte nervig sein für manche. Aber es ist ja bei jedem Gerät so, wo ihr auch Knöpfe dran habt. Es muss ja noch natürlich noch Kommunikation noch da sein zwischen Produkt und Anwender und Kopfhörer. Gut, dann, wenn ihr zugeschaut habt, in den Kommentaren melde ich mich noch, wie die Kopfhörer so waren im Langzeiteinsatz. Ich habe jetzt leider nur 10 Tage. Aber wenn ihr Fragen habt, schießt los. Ich bin da für euch und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.